Bombenalarm in Deutschland. Stadt in Schließung als bedeutendes Einkaufszentrum abgesperrt, Primark evakuiert. Polizei hat Primark und andere Geschäfte im Herzen der deutschen Stadt Gelsenkirchen wegen Bombengefahr evakuiert. Die Polizei von Gelsenkirchen schrieb auf Twitter. Nach einer Drohung gegen ein Geschäft kam die Polizei in der Bahnhofstraße, Nummernzeichen Gelsenkirchen, an. Wir haben die Gegend abgesperrt und werden sie auf dem Laufenden halten. Die Gegend um die Bahnhofstraße, in der die Bombenangriffe abgefeuert wurden, wurde vollständig evakuiert, wobei nur Polizeibeamte und Rettungsdienste innerhalb der Sicherheitszonen zugelassen waren. Geschäfte wurden geschlossen und der Bereich wurde geräumt. Der Kordon bedeckte anfangs eine Fläche von bis zu 100 m, wurde jedoch später auf 150 m erhöht. Polizeibeamte mit Hunden durchsuchen das Gebiet, und als Vorsichtsmaßnahme sind auch Feuerwehrleute anwesend. Eine Polizeisprecherin sagte, alle Menschen wurden aus der Gegend evakuiert. Die Polizei nahm die Drohung ernst. Ein Zeuge sagte, die Evakuierung löste bei den Bürgern völlige Panik aus. Als ihnen gesagt wurde, dass sie die Gegend schnell verlassen müssten, enthüllte die Zeugin, die sich in einem Geschäft in der Nähe von Primark befand, dass die Menschen befürchteten, dass ein Schießen bevorstand.